meiner Familie muss man schon sagen, es gibt eine Missbrauchstradition. Also das hört sich zwar etwas komisch an, aber das ist so. Es ist nicht nur mir passiert, sondern mehreren Frauen in meiner Familie. Und es gab auch nicht nur einen Täter. Mit 13, 14 habe ich das letzte Mal angesprochen, dieses Thema in meiner Familie. Und da bekam ich zu hören, ja mein Gott, bei mir war es halt mein Vater und bei dir war es halt der und der. So nach dem Motto, ja mein Gott, sowas passiert halt. Die Botschaft war, ich werde damit fertig, nur du nicht. Das habe ich in mein Leben mitgenommen. Wer bin ich? Gut. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Nee, ich habe es auf grün abgespielt. Wenn du meine Geschichte siehst, dann bin ich ja in einem Elternhaus groß geworden, wo man heute so sagt, es war sehr asozial. Und auch dort bin ich schon missbraucht worden von Mutter und Bruder. Um diese Dinge loszuwerden, das ist natürlich ein langer Prozess. Das funktioniert niemals von heute auf morgen. Egal wie schlimm diese Gewohnheit war, es ist für dich eine Gewohnheit geworden. Und du musst lernen, andere Gewohnheiten in deinem Leben aufzubauen. Und so kannst du die alten loslassen. Es kommt niemand, der macht Schnips und alles ist gut. Sondern wir müssen wirklich wollen. Wir müssen uns wirklich selber auf den Weg machen. Eine Frage, die mir immer wieder so beiläufig gestellt wird, ist, warum ich in die Öffentlichkeit gegangen bin. Und dann muss ich immer sagen, ich bin nicht in die Öffentlichkeit gegangen. Ich habe die Öffentlichkeit gar nicht hergestellt. Die Öffentlichkeit hat schon auf meine Geburt gewartet. Ich war schon öffentlich, als ich noch nicht geboren wurde, weil in dem Fall in einem kleinen Ort im Münsterland schon alles auf den Beweis wartete. Ich war ja ein Beweis eines Verbrechens. Hätte ja auch anders sein können, sag mal, ne? Wurde gemutmaßt. Nicht? Das heißt, alles wartete auf meine Geburt, um eben den Beweis führen zu können. Und damit war eben bewiesen, dass mein Vater eben seine Tochter missbraucht hatte. Es war egal, wie ich mich fühle, es war egal, was ich gesagt habe, was ich gemacht habe, es war egal, dass ich ihn auf Abstand gehalten habe, das war alles, ja, ich war halt egal. Im Prinzip war es mir dann wichtig, diese Anzeige zu machen, um zu zeigen, nee, ja, dass wir kämpfen, dass es keine Kleinigkeit war, damit er mich ernst nimmt. Und ich wollte halt auch irgendwie für meine Familie kämpfen. Also ich wollte Gerechtigkeit damit, ja, auch. Also nicht nur für mich, sondern auch für meinen Mann. Ich glaube, dass es auch für ihn schwierig ist, nichts tun zu können. Und das war so der einzige Weg, den man noch gesehen hat, was zu tun.